Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe mich gestern ungefähr 8 Stunden an die Playse gesetzt und Black Ops 4 gesuchtet. Tatsächlich habe ich gestern sogar Spaß dran gehabt und ich werde euch heute, dafür habe ich das Ganze gemacht, alle 12 Spezialisten vorstellen und bewerten, wie sie für mich sind. Ich fange mit dem Schlechtesten an, das ist definitiv Ajax. Der hat natürlich die Möglichkeit, mit dem Schild ein, zwei Kills zu machen, aber das Schild lässt euch ziemlich schnell im Stich mittlerweile. Es dauert lange, bis es aufgeladen ist und auch die neuen Knall ist in einigen Situationen bestimmt hilfreich, um ein oder zwei Kills zu machen, aber insgesamt gesehen ist es, glaube ich, der mit Abstand schwächeste Spezialist von allen, die wir haben. Da seht ihr also, da haben wir wirklich einen Spezialisten bekommen, den kann man im Prinzip in die Tonne treten. Der zweitschlechteste Spezialist ist für mich der Nomad. Der Hund macht teilweise einfach gar nichts und stirbt irgendwo random. Meistens, wenn ihr ihn selber habt. Wenn ihr einen Gegner habt, macht er oftmals 10 bis 15 Kills, habe ich bisher gesehen. Dazu habt ihr die Stolpermine, auch wieder so etwas, das macht vielleicht mal einen Kill, wenn ein Gegner komplett reinläuft, wenn er nicht irgendwie Kugelweste hat und wenn er nicht eine von den beiden Stolperminen kaputt macht. Definitiv ein Spezialist, den ich absolut nicht leiden kann und den ich absolut schlecht finde. Und in keinem Modus, der mir jetzt irgendwie einfällt, hilft er einem wirklich. Und in CWL ist er sowieso verboten. Das heißt, definitiv der zweitschlechteste Spezialist von allen, die wir bisher hatten bzw. haben. Der Ajax ein ganz kleines Stück schlechter, aber wirklich nur minimal. Einen großen Unterschied macht es nicht für mich. Man kann, denke ich, beides absolut in die Tonne treten. Aber seid gespannt und überlegt schon mal, was nachher auf den nächsten Plätzen folgen könnte. Wir haben nämlich den nächsten Spezialisten jetzt schon. Und zwar, ihr kennt die Bitch, es ist Zero. Zero ist absolut schrecklich, aber immer noch etwas sinnvoller, weil man sie A in CWL nutzen kann, weil die EMP durch Wände durchgeht und weil ihr es notfalls nehmen könnt, um noch ein, zwei Punkte zu sammeln, wenn es vielleicht mal irgendwo eng wird. Ihr seht, ihr könnt die EMP werfen, das gibt teilweise auch noch richtig schön Punkte. Ihr könnt damit Ausrüstung zerstören, ihr könnt Stolperminen zerstören, ihr könnt das Crash-Paket zerstören, alles Mögliche. Ihr könnt natürlich auch hacken, um noch ein paar Punkte dazu zu sammeln, aber insgesamt definitiv ein Spezialist, wo ich euch ganz ehrlich sagen muss, absolut schlecht und hat hier keine Top-Platzierung verdient. Kommen wir aber zu den Top 10 und da haben wir auf dem wirklich 10. Platz absolut Torque. Torque ist immer noch kein guter Spezialist, aber in gewissen Modi, wie zum Beispiel Stellung oder Herrschaft oder teilweise auch vielleicht TDM, ist es ein Spezialist, der mit seinem Stacheldraht und seiner Barrikade zumindest ein bisschen was fürs Team tut. Ein bisschen was, wenn man ihn taktisch einsetzt. Warum er insgesamt aber, obwohl er einen guten Nutzen hat, so schlecht bewertet wird, ist, dass viele Leute den einfach nur nutzen, um irgendwo zu campen und das in diesem Spiel unglaublich nervig ist. Definitiv für mich einer der schlechtesten Charaktere, weil er aber einen gewissen Nutzen hat, in gewissen Modi, in gewissen Situationen, würde ich ihn nicht auf den letzten oder vorletzten Platz legen. Da haben wir nämlich Nomad. Torque ist in CWL teilweise erlaubt gewesen, dann wieder rausgenommen worden und ich kann absolut verstehen, warum. Manchmal kriegt ihr noch ein paar Punkte über den Stacheldraht, aber insgesamt definitiv ein schlechter Spezialist und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr ihn nicht nehmen müsst, lasst ihn besser raus, es sei denn, ihr wollt ein bisschen campen oder trollen. Aber das ist natürlich ganz am Ende nur euch überlassen, was ihr damit anstellt. Definitiv ein besserer Spezialist ist der neue Outrider, den wir gerade erst bekommen haben. Zwei Fähigkeiten haben wir beim Outrider. Das ist zum einen der Crossbow, der wirklich relativ genau ist und ich finde auch ein bisschen besser als damals in Black Ops 3. Und dazu haben wir den wunderbaren Falken. Der Falke gibt uns im Prinzip auf einer kleinen gewissen Arena, so wie hier seht ihr das gleich, einen Wallhack, so dass wir genau wissen, wo die Gegner sind. Das ist ganz schön überpowered, weshalb der auch einen relativ vernünftigen 9. Platz bekommen hat. Der Outrider an und für sich ist eigentlich ein ganz cooler Spezialist, nicht zu stark, nicht zu schwach, hat aber leider außer in Public nicht so wirklich einen riesen Nutzen, weshalb ich der Auffassung bin, zum Spaß haben kann man den definitiv nehmen. Taktisch gesehen den Falken, den richtig einzusetzen, ist auch nicht so einfach, ist auch relativ schnell runterzuschießen. Der EMP schießt die relativ schnell runter. Das ist so ein bisschen kontroverse, da müsst ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Outrider haltet, ob ihr da jetzt eher ein Fan von seid oder ob ihr ihn jetzt eher schwach findet. Ich warte ja immer noch auf den Reaper, auf die Sense,
Da kommt hoffentlich noch ein bisschen was. Definitiv ein klarer Pluspunkt von dem ganzen Outrider ist, dass ihr sehr, sehr genau mit dem Pfeil seid. Der fliegt im Prinzip, ohne dass er Geschwindigkeit verliert, macht Schaden in der Umgebung, macht Schaden, wenn er einen direkten Impact hat, also einen direkten Einschlag. Insgesamt ein witziger Spezialist. Ich mag den Spezialisten, wenn ich ganz ehrlich bin. Man kann damit ein bisschen Spaß haben, aber es ist auf jeden Fall keiner der Spezialisten unter den Top 5 oder 6. Dafür gibt es andere Möglichkeiten und vielleicht habt ihr ja schon eine Ahnung, was auf den Top 3 Plätzen ist. Bis dahin dauert es aber noch ein bisschen. Wir wollen uns jeden angucken und schauen, was für Möglichkeiten wir damit haben. Dann lasst uns einfach direkt rüberspringen und gucken, was wir auf der nächsten Position haben. Und ihr seht es, Seraph. Seraph ist wirklich ein cooler Spezialist, macht Spaß mit ihr zu spielen, ist für mich deutlich besser als in Black Ops 3. Das Problem ist, der Annihilator hat irgendwie so einen kleinen Nerf in der Vergangenheit bekommen, weshalb es relativ schwierig ist, mit dem Annihilator gut zu zielen. Irgendwie ist da der Aim Assist ein bisschen rausgenommen worden. Dazu haben wir den Taktikeinstieg. Der Taktikeinstieg ist natürlich einer der, ich sag mal, besten Optionen, die man hat, um seine Teammates in der Nähe von einem Ziel spawnen zu lassen, um vielleicht sich ein bisschen Hilfe zu holen, um taktisch zu spielen. Deshalb eine, ich sag mal, mittelmäßige Bewertung. Das Problem ist halt mit dem Annihilator, dass man leider nicht sehr gut trifft. Der Aim Assist ist rausgenommen worden. Nichtsdestotrotz ein guter Spezialist, mit dem man Spaß haben kann. Deshalb relativ ordentlich bewertet. Absolut cool in CWL, weil beides erlaubt ist, ist der Ruin. Der Schwerkraftstachel bzw. der Schwerkrafthaken genauso wie der Kletterhaken. Absolut cooler Spezialist, Karma spielt mit dem ja immer, der macht da richtig fette Plays. Was mir daran so gefällt, man kann schnell unterwegs sein, schneller als sowieso schon. Man kann die Schwerkraft-Slam dazu nehmen, um zum Beispiel feindliche Ausrüstung zu zerstören, um Leute aus campenden Positionen rauszuholen. In CWL in Stellung ist es einer der besten Spezialisten, vielleicht der beste, weil er einfach die Möglichkeit hat, schnell sich fortzubewegen, weil er die Möglichkeit hat, schnell in Stellung Punkte zu holen mit dem Schwerkraftslam. Absolut cooler Spezialist, mag den absolut gerne. Ich mochte den in Black Ops 3 schon und ich mag ihn auch hier ganz genauso. Kann man wirklich sich gönnen. Vorteil ist natürlich auch, der Schwerkraftslam entwickelt sich relativ schnell, das heißt, man bekommt den relativ schnell, egal ob man Kills macht oder nicht. Der Kletterhaken funktioniert sehr, sehr häufig. Da kann man auf jeden Fall nicht viel Negatives zu sagen und verdient definitiv einen der guten Plätze hier. Aber reicht noch nicht ganz, um in die Top 3 zu kommen. Dafür gibt es noch andere Optionen und die werde ich euch natürlich auch heute zeigen. Und ihr seht es ist der Recon. Der Recon ist eigentlich sozusagen der ausgelagerte Hater von Black Ops 3. Wir kriegen den Hater wahrscheinlich nicht mehr. Treyarch hat ja gesagt, wir haben den Hater in Form von Recon. Der Recon hat zwei Möglichkeiten. Einmal den Sichtpuls, der dreimal neu pingt, auf die gesamte Karte verteilt und zeigt, wo der Gegner ist. Und er hat dazu seinen kleinen Ping-Dart, der uns auch sagt, wo die Gegner in einer gewissen Area sind, also in einem gewissen Bereich. Ich mag den Recon sehr, sehr gerne. Es ist ein sehr, sehr starker Spezialist, auch in CWL erlaubt. Der Negativpunkt an dem Ganzen ist aber, er lädt sich unglaublich langsam auf. Wirklich unglaublich. Nichtsdestotrotz werde ich euch in diesem kleinen Gameplay-Ausschnitt mal zeigen, was man machen kann, wenn man genau weiß, wo die Gegner sind und es vielleicht ein bisschen hitzig und chaotisch wird. Ihr könnt mit dem Recon zusammen absolut reingehen. Ihr könnt den Vorteil nutzen, dass ihr wisst, wo die Gegner sind, dass ihr wisst, wo sich wer bewegt. Ihr dürft nicht in Panik verfallen, ihr müsst die Ruhe behalten. Und wenn ihr das macht, dann habt ihr definitiv die Möglichkeit, mitten in einem Gegner-Spawn absolut auszurasten und das Biest euch erst rauszulassen. Recon ist ein cooler Spezialist, ist in CWL erlaubt, leider lädt er sich einfach viel zu langsam auf, ansonsten wäre er für mich definitiv unter den Top 3. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn man sagt, dass der Recon ja eigentlich den Hater darstellen soll, dann warum macht man es nicht so, dass man den Recon einfach schneller bekommt? Auch mit Ausrüstungsladung ist das leider nicht gegeben.
Auf dem nächsten Platz haben wir Battery. Battery ist mein persönlicher Lieblingsspezialist gewesen in der Beta und auch lange danach. Die Clustergranate lädt sich sehr schnell auf und ist wirklich sehr, sehr stark. Der Granatwerfer ist sehr, sehr stark und lädt sich relativ zügig auf. Man kann großflächig damit bombardieren, man kann richtig Spaß damit haben. Der Granatwerfer ist relativ genau. Das einzige Problem ist, die Geschosse davon fliegen relativ langsam. Das heißt, man muss da immer so ein bisschen predikten. Aber insgesamt ein cooler Spezialist, macht Spaß damit. Auf dem nächsten Platz haben wir, ihr seht es, den Prophet. Der Prophet ist für mich persönlich immer schon der wirklich spannendste Spezialist gewesen, weil in Black Ops 3 war ich ein riesiger Tempest-Fan. Hier ist der Tempest ein bisschen anders, er macht keinen One-Shot, aber die Kill-Chains, die man mit dem Prophet machen kann, sind unglaublich cool. Man kann unglaublich viele Punkte machen, man kann teilweise Streaks damit relativ einfach zerstören, man kann großflächig Leute, wenn sie campen, wegholen. Also insgesamt wirklich ein cooler Spezialist. Erfordert ein bisschen Skill, weil sie mittlerweile die Hit-Detection von dem Tempest etwas runtergesetzt haben. Die war teilweise sehr, sehr hoch. Und wenn ihr euch anguckt, so auf diese Entfernung könnt ihr Kills machen mit dem. Absolut genial. Dazu habt ihr ja die Möglichkeit, die kleine Suchermine zu nehmen. Die ist wirklich nervtötend für einige. Und wenn ihr damit gut trefft, habt ihr die Möglichkeit, einen Free Kill zu machen. Ihr könnt sie nehmen, um zum Beispiel ein bisschen zu scouten oder. Es gibt also alle Möglichkeiten der Welt, die ihr damit nehmen könnt. Der Prophet insgesamt einer der besten Spezialisten. Aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, hat es noch nicht für den Top-Platz gereicht. Da haben wir nämlich jetzt noch drei andere Dinge vor uns. Und zwar definitiv der Reiniger. Der Reiniger ist in dem Spiel, was den Reiniger an sich als Spezialfähigkeit angeht, nicht so stark wie in Black Ops 3. Die Reichweite ist nicht so gut wie dort. Dafür habt ihr mit der Heatwave eine mehr als ausreichende Kompensation vor dem Ganzen. Die Heatwave ist unglaublich stark, der Reiniger macht Spaß, geht relativ schnell auf. Und mit dem Reiniger an sich könnt ihr auch wirklich gute Kills machen. Definitiv lohnenswert. Und dann, ihr seht es natürlich, noch einmal ein kleines Beispiel, wie man vielleicht Kills damit machen kann. Hier, dann holen wir noch den dritten Kill damit. Es geht natürlich, absolut, aber wie ich eben schon gesagt habe, es gibt bessere Möglichkeiten, den zu nehmen. Zum Beispiel, wenn Leute campen, ihr nicht daran kommt, nehmt die Heatwave, verbrennt sie einfach dort, wo sie sind, gönnt euch die Punkte und gönnt euch den Kill. Und dann kommen wir zum besten Platz. Und das ist definitiv, meine Meinung, der Crash. Der Crash ist in jeder Situation nutzbar. Es ist ein absoluter Punktesammler, wenn ihr auf Streak gehen wollt, wenn ihr auf Killstreak gehen wollt, wenn ihr auf Nuclears gehen wollt. Egal was ihr macht, der Crash ist immer der richtige Spezialist in der richtigen Option, in der richtigen Sekunde. Dazu habt ihr die Möglichkeit, euer Team zu supporten. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr Brandschaden bekommen habt, euch sofort zu heilen. Ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr irgendwo angehittet worden seid, euch auf 200 Leben zu heilen. Ihr könnt Munition werfen. Ihr könnt ewig im Gegnerspawn bleiben. Ihr könnt Plünderer als Perk rauslassen. Ihr könnt eurem Team helfen. Ihr könnt so viele Dinge mit Crash machen. Dass es für mich definitiv ohne Frage der beste Spezialist im gesamten Game ist. Stellt euch vor, es würde nur Crash als Spezialisten geben. Der hat ja im Prinzip Plünderer integriert, genauso wie Munitionstaschen, die es damals in Ghost gab. Absolut cooler Spezialist, für mich die Nummer 1. Schreibt gerne in die Kommentare, was eure Nummer 1 ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, ich bin raus, haut rein.